Black Hammer, grüß dich, herzlich willkommen. Gesundes Neues dir noch. Die Alerts, also ich höre sie nicht. Mir wurde gestern gesagt, sie funktionieren trotzdem. Ich weiß es nicht, aber ich danke dir auf jeden Fall. Es ist manchmal komisch. Manchmal gehen sie, manchmal gehen sie nicht. Ich weiß nicht, ob da diese Sound-Alerts... Konnte ich gestern... Was denn? Wenn ihr Essen oder so findet, sag mal Bescheid, ich habe gar nichts mitgenommen. Das ist krass aufgehoben, oder? Das ist ein Quest-Item, das muss abgeben. Ja, ja, das habe ich aufgehoben, ja. Vor uns am... einen kleinen Durchbruch dort. Was habt ihr für Waffen mit? Mosin. Ah, okay. Muss ich ja. Naja, stimmt ja. Ich will das auch nicht. Du brauchst doch auf 40 Meter, oder? Einen Kill noch. Nur mit, mit Eisen. Ja, mit ohne Schiefernrohr. Mhm. Habe ich heute am Skeffhaus hingemacht. Dann habe ich Benji meine Waffe gegeben. Wer ist da drüben links? Ich nicht. Müsste weg sein. Ja, ich sehe ihn nicht mehr. Ich glaube, der ist nach hinten gekippt. Jo, ist tot. Wer hat ihn? Ich nicht. Vermute ich, aber ich bin sicher, bin ich noch nicht. Den habe ich gar nicht geschossen. Ich habe weiter rechts auf ihn geschossen. Ach so, was? Ja, da war noch einer oder ein Skeff, keine Ahnung. Ui, halte die Augen offen, Jungs. Ich hab nur eine dunkle Silhouette gesehen. Okay. Aber der müsste lang sein. War das ein Skeff? Nee, das war ein Spieler. Und wer hat, was steht auf der Medaille? Mein Name. Peter von Elfbeten. Oh. Da ist doch noch was da vorne. Und ich muss noch mal Munition nachstopfen. Nee, ich dachte, willst du noch was haben von ihm? Was hat er noch? Ich weiß es gar nicht mehr. Zwei Granaten und das Stocktech und Schmerzmittel. Ein Helm und eine Sturmmaske. Nee, das kannst du nehmen. Eine Granate würde ich vielleicht noch nehmen. Ich habe wieder keine mit, dass man vielleicht eine Granate schmeißen kann. Hat er noch PS-Munition oder Magazin oder sowas? Nee, gar nichts, gar nichts. Hier kannst du ran, die Granate ist noch drin. Ne? Blei, wo bist du jetzt? Hinter dem Berg hier, hinter Felsen. Bei dir in der Nähe hier, oder? Hockst du da? Nee, das ist hier oben. Oh. Rückzug. Ein Skiff habe ich. Ich bin hier oben auf dem kleinen Felsen. Boah. Okay. Ey! Hinter uns läuft doch was, Nordi. Du hast Hitze gekriegt vom Sniper. Ja, ich bin tot. Ja, vom Sniper geht nicht. Ich war doch die ganze Zeit auf dem Felsen dran. Also. Wer hat denn da auf dich geschossen? Das weiß ich nicht. Skaff oder Spieler? Nee. Clean Joker. Oh, warte, hier ist einer. Das ist der Spieler. Ja, das ist. Ey, warte mal, sei mal ruhig, er lädt einer gerade sein Magazin durch. Seine Waffe. Oder ist das war ich jetzt. Das war ich, von mir ist das. Ich bin überall von dir. Ach so, okay. Mir geht's ja nicht gut. Der Idioten-Sniper oben auch noch. Aha. Und der Spieler.
Schüsse sind von da hinten irgendwo gekommen, Norti. Ja, unterhalb vom Sniperfelsen, ja. Aber weiter hinten. Mhm, ja, vom Durchbruch da irgendwie. Irgendwo dort, ja. Aber man sieht halt nichts. Ich glaube nicht, dass er da noch sein wird. Ich sehe so schlecht mit dem Scope schon. Wie gut können die dann ohne Scope gucken, Alter? Das verstehe ich nicht. Hinter uns. Oh, er hat mich. Die dumme Sau. Oh. Nein! Direkt hinter uns. Alter. Mist. Von der Seite habe ich noch gar nicht damit gerechnet. Nicht, auch nicht. Groß. Ich weiß es nicht. Die Deutschen wissen keine guten Spiele zu schätzen. Wenn du da noch Quests hast, ist da einmal frei. Ja, und noch eine Map brauchen wir. Genau. Wir können uns jetzt hier herhocken. Ja, ich lege mich irgendwo hin. Warte. Warte, wir kommen. Komm mal her mit dir. Blei, du gehst jetzt. Du gehst jetzt hierher. Du musst bloß aufpassen, dass keiner von da hinten kommt. Du hockst dich hier an das Gebüsch. So, hier. Ja. Guckst in die Hütte. Das sind genau 40 Meter. Genau, also ich habe da alle meine Kills gemacht. So, und Nordi und ich gehen ein Stück weiter vor. Wir hocken uns da in so eine Kuhle rein und gucken und sagen dir Bescheid, wenn sie von vorne kommen. Dauert eine Weile, aber dann sprießen sie wie die Pilze. Geil. Ja. Ich hoffe es auch. Sehr gut. Du rettest uns, ja. Ja, oder nicht. Rettest uns. Der Plan steht. Oh, da hinten kommt ein Scap, oder würde ich sagen. Vom ZB014 kam ein Scap jetzt gerannt. Müsste. Ja. Ich beobachte ihn mal. Oh, er ist jetzt hier vorn. Läuft jetzt Richtung Hütte. Auf der Straße irgendwie. Oh, er steht jetzt hier. Er steht jetzt hier. Er läuft jetzt wieder zurück zum Bunker. Auf der Straße. Müsstest höchstens zu mir kommen. Ja, eben. Und dann kommen die aber hier wahrscheinlich. Ich komme mal ein Stück runter an den Felsen. Und da oben steht Nordi. Er guckt über den Berg, Junge. Ja. Oh, da sehe ich schon einen Scav. Der Scav kommt wieder raus. Kommt jetzt auf uns zu. Boah, Alter, der hat mir schon das Bein rausgeschossen. Alter, hört doch auf. Vom Haus aus, ganz hinten. Was machst denn du für Experimente? Ja, die dummen Scavs. So. Bin schon. Alter, was schießt denn? Die waren auf mich, von da, wo wir gerade eben hingeguckt haben. Echt? Das hat sich angehört, als hätten sie bei mir am Baum eingeschlagen. Ja, auf mich hat er aber gezielt und die sind vor dir auf dem Baum eingeschlagen. Also in meine Richtung, weiß ich nicht. Blei, kümmere dich. Ich bin dabei. Sonst lege ich sie um. Und ich, Idiot, habe keine Rüstung. Also wenn ihr einen umlegt, ich brauche eine Packer wenigstens. Ich habe vergessen, eine anzuziehen. Ach so, okay. Ich bin tot. Ach nee. Was, von was? Ich weiß es noch nicht, sage ich dir gleich. Es war auf jeden Fall ein heftiger Schuss. Direkt in die Fresse. Okay. Ja, war ein Scuff. Ein Brustkorb, weil ich... Ja, ja. Hm. Ich habe ja. Alter. Ach, dieses Viehzeug, Alter. Digga, was hat, ich hab noch nicht mal ein Walli-Balli oder irgendetwas gehört, gar nichts. Einfach direkt erschossen. Ja gut. So ist das. Oh, ich sehe ihn. Ich muss mich ranpirschen. Dann leg rum, aber denk dran, 40 Meter. Was soll ich so umlegen? Wie dumm sind denn die? Ja, der steht direkt links am Haus. So ein Idiot, Alter. Witterflicken. Du kommst ja gar nicht zum Anlegen. Dann sterben die auch nicht. Einen habe ich abgeknallt. Links der am Haus. Mhm. Er hat ein riesiges Matschfleck hinterlassen. Das ist gut so. Fein, ich gucke nur mit der Rübe raus und der schießt mir das Bein kaputt. Wenn ich sowas sehe.
Bleib jetzt doch bereit, mal. Junge. Gibt's wieder eine. Jetzt komme ich wieder. Hoffe, dass es klappt. Aber es wird wohl, wir müssen uns spulen, also die ersten werden dann aber auch schon hier zum Exit laufen wollen. Mm. Müssen wir auch drauf achten. Ja, wir müssen eigentlich raus, weil Morty war ja... Morty, ja, alles gut. Morty war ja eigentlich der VIP. Ja, wir können ja rausgehen. Na komm. Wo gehen wir hin? Na, zum Auto, wenn es noch da ist. Zum Auto? Wo bist du jetzt, wenn ich das wüsste? Richtung Zeppelin 14. Guck mal. Ja, vorne hat's geschossen. Hier bist du. Nee, das sind zwei Mann hier. Was, Spieler oder Scavs? Ja, Spieler. Ich bin tot. Einer mit dem Pilgrim und noch einer mit der Penishand. Ist klar, Junge. Das habe ich gemeint. Ist es passiert? Und noch ein schönes Gas für die, diese umlegen. Auch da sind wir doch keine da. Mein Arm ist gebrochen. Stirb da mal! Ach komm, hör mir doch auf, Anna. Wer hat denn mich jetzt erschossen? Ich fahr schon wieder tot, da habe ich noch nicht mal einen Schuss gehört. Fenster. Pzotschim. Fahndungsfoto. Geil. Oh, wir sind am Haus. Und hier kannst du auch deine 40 Meter Skeps schießen. Ja. Oder die mich. ich brauch erstmal das Jägerbrett hier, den Brief. Mist. Achso, stimmt. Ja. Ja, und stimmt. Wir gehen hinten rum. Da gehen wir. Nee, wir gehen nicht hinten rum, wir gehen hier durch. Am Sniperfelsen vorbei, da sind wir doch dann gleich direkt da. So, mir nach, Männers. Sollte andere Sporen sich im Dorf verlustieren. Lange Nase, Vollbart. Zylinder auf dem Kopf. Vollbart. Naja, Hauptsache, du rasierst die Nase, Alter. Ach, rasieren. Also, früher gemacht. Ey, mach ich immer noch. Mensch. Aber jetzt, wo er zu kurz was, ist, zum Stehen, soll er wenigstens weich liegen. Ja. Ja, gut, bestimmt auch. Man muss auch aufpassen, sonst Stichflamme und dann hast du alles weg. Es geht doch nichts über einen rasierten Sack. Er hat Dr. Evil schon gesagt, aber ich weiß nicht. Ich bin so faul. Nee. Wozu, Alter? Wozu, Mann? Wir sind alt. Er sieht aggressiver aus. Aggressiv. Ja. Er kam auf mich zu mit seinem aggressiven Sack. Alter, der sieht größer und aggressiver aus. Ist so. Der weiß gleich, wenn du den siehst, dann weiß der, was er will. Alter. Ja, der wirkt da größer. Ja, bitte. Ey, ich gehe ein, Alter. Ich gehe ein. Brachial ist auch ein brachiales Gemächt. Das sieht einfach brachialer aus, ja. Brachial. Oh. Stange, ja. Ich habe vor lauter Lachen vergessen, dass ich überhaupt keine Body-Armor anhabe. Und ja, du bist ich One-Shot bin. Oh, ich bin sowieso One-Shot. Ich bin bisher meistens an einem Schuss drauf gegangen. Ob ich nur eine Klamotte anhabe oder Hundscheiß. So. Hier vorne ist doch die Hütte. Ja.
Da ist er noch, die hier, greift zu. Liegt. Achso, ich sehe es ja noch. Er liegt hier an diesem kleinen Viereck. Alles klar. So, dann müssen wir Outskirts raus. Dann let's go. Oder Brücke. Brücke geht auch, oder? Oder Brücke. Da rennen wir wieder zurück. Jo. Wenn es ums Abhauen geht, da weiß der Matze. Bestens kennt er sich aus. Ich habe uns ja das letzte Mal auch sicher rausgebracht, Blei, als die zwei anderen auf der Strecke geblieben sind. Das stimmt. Aber irgendeiner... Auch. Ach, Stali hat sich geopfert, glaube ich, noch, um uns den Rücken frei zu halten. War ein langer Weg. Mhm. Ja, komplett nett. Ah, da ging es um meinen Saleva, ja. Da hatte ich ja, glaube ich, genau, zwei gefunden. Ist alles leer. Hier war schon jemand. Mhm. Ja, es kann auch sein, dass es von Haus aus für dich leer ist. Ja, ja. 12 Sekunden, jetzt hoch. Hey, hier sind wir entkommen. Sehr schön. Schön zusammen rausgefahren. Der gute alte Roadtrip.